Hey ho, hallo, herzlich willkommen. Wir machen endlich mal wieder ein Grillvideo draußen. Zeit wird's ja. Gut, was machen wir? Wir machen Schweinemedaillons. Ja, vom Filet, ganz klar, ganz lecker, ganz einfach. Und dazu Grilltomaten gefüllte. Ja, was ich mir darunter vorstelle, da drüben am Brett, auf geht's. Das Ganze absolut überschaubar. Wir haben eben hier nur das Schweinefilet, drei Tomaten, Creme fraiche, Salz, Pfeffer, ein ja, Gewürz. Ich habe mich für die Sauerei vom Klaus entschieden. Ein Löffel und zwei Messerchen. Aber jetzt ist mir ganz eben noch was eingefallen. Und Schatz, wo ist der Käse? Da ist er, da ist er, da ist er. Ich habe hier ja noch den Emmentaler und den Mozzarella übrig. Den verwenden wir auch noch mit für die Tomaten. Ja, gerade so entschieden. Gut, dann werde ich mal das Filet klein schneiden und würzen. Und ja, Cam dazu umstellen, sonst habe ich hier keinen Platz. So, jetzt sind die Dinger sehr, sehr klein. Darum werde ich die hier jetzt noch ein bisschen platt drücken. Also Leute, das ist ja genau genommen auch wieder ein schnelles nach der Arbeit Feierabendessen. Habe ich beim Parieren was übersehen? Kein Problem, kann man immer noch schnell machen. Also das müssen wir jetzt gar nicht so aufwendig machen. Es soll ja auch relativ schnell gehen. Das Gewürz heißt zwar Sauerei, aber ja, ich will halbwegs Sauerei hier vermeiden. Darum lege ich mir die hier jetzt bloß schnell hier rein. Ja, das Gewürz habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Man sieht es an dem Klumperquatsch. Aber das ist kein Problem. So, Vorbereitung, Filet abgeschlossen. Dann machen wir weiter mit den Tomaten. Also Leute, für die Tomaten habe ich absolut keine Vorlage gehabt. Das war jetzt einfach mal so eine Idee von mir. Und das probiere ich jetzt heute einfach auf. Auf, aus. Schneiden wir die erste mal so auf. So, ganz alles will ich natürlich auch nicht rausholen aus der Tomate. Aber so sieht es ganz gut aus. Zweite schneide ich jetzt mal so auf. Und sie dann doch noch so einzuschneiden. Was er mit den Tomatenresten macht da, keine Ahnung, verfüttert es an die Katzen, schmiert es euch aufs Brot, kann jeder machen, wie er möchte. Ich weiß es selber noch nicht. Und ich bin wirklich gespannt, ob das so funktioniert. Schatz, du könntest mal schnell rausspringen und die Kohlen anzünden. Die Anzünder liegen alle schon im Anzündkamin unten drin. Du brauchst bloß noch einfeuern. So. Dann wären wir hier schon so weit. Salz, klein bisschen Pfeffer, dann machen wir unser Creme fraiche auf und ich bin echt gespannt, ob das funktioniert und ob das schmeckt.
Tomaten sind ja eigentlich für mich fast dasselbe wie Fisch. In der Form, in der direkten Tomatenform wohlgemerkt. Naja. So. Dann lassen wir noch eine kleine Kuhle, wo wir noch den Käse jetzt gleich reintun können. Ich bin echt gespannt, was das wird heute. Da verreckst, da habe ich jetzt fast einen ganzen Becher braucht, hä? So. Ich auch. Also was für mit was für einem Gewürz ihr die Filets würzt, was ihr hier für einen Käse dann drüber streut oder so, vorausgesetzt, das wird was und es will überhaupt jemand nachmachen, das ist natürlich jedem sich selber frei überlassen. Weil ihr wisst ja, ich mache nur Vorschläge und jeder kann daraus machen, was er möchte. Aber dazu gleich noch was. So, die können wir dann stelle jetzt zwischen die Filets, dass die nicht umeinander kugeln. Tja, Freunde, und so gehen wir jetzt hinaus. Also, wie gesagt, es sind nur Vorschläge, was ich mache. Was ihr draus macht, ist jedem selber überlassen. Wenn er was macht, ihr seid bei Facebook, Instagram oder sonst was, verlinkt mich doch. Zeigt eure Bilder, zeigt, was ihr gemacht habt, aber verlinkt den armen kleinen Grillschunky. Und jetzt gehen wir raus. Attacke! Ja, ist das nicht ein herrlicher Anblick hier? Dann können wir die Kohlen auch schon reinkippen. Ich mache in den übrigens herrlich sauberen Grill. Ja. Ja, schön in direkter Bereich vorne. So, dann lasse ich jetzt bloß noch mal ganz kurz aufheizen. Noch Rückstände, Reste vom Saubermachen ausheizen, ausbrennen. Und dann können wir schon das Zeug drauf wuchten. Da kommt eine Wärme raus. Schön, schön, schön. Tja, Leute. Und dann stellen wir uns einfach unsere Grilltomaten da drauf. Also total unspektakulär. Und die Filetstücke schmeißen wir hier auch schon mit drauf in den indirekten Bereich. Die werden wahrscheinlich vor der Tomaten noch fertig sein, aber ich habe noch keinen Plan, wie lange so Tomaten brauchen. So Grilltomaten. Vielleicht der Renner 2021. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir dann berichten? Deckel zu, grillen. Uhrzeit 20 vor 9. Ups. Filet? Ja, könnte es ein bisschen trockener werden, aber dafür haben wir ja die Tomaten. Also, ich glaube mal, wenn der Käse schön zerlaufen ist obendrauf, dann müssten sie eigentlich dann so relativ fertig sein. Wenn sie vielleicht außen ein bisschen, ja, weicher werden, matschiger werden. Ja, und die bringen ja dann ein bisschen Saft mit und das Creme Fraiche da drin. Und dadurch sollten dann die vielleicht zu trockenen Filets auch gut werden. Ups, knapp schon wieder 10 Minuten rum ums Eck. Ja, die werden schon langsam schön warm. Der Käse ist schon schön verlaufen. Die Filets drehen wir jetzt noch einmal um. Ja, die brauchen auch noch ein klein bisschen auf alle Fälle. Dann könnte das Zeug ja richtig gleichzeitig fertig sein. Ja, und das mit den trockenen Filets, das war natürlich total Ironie. Oder auch nicht. Könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt.
glaube, die haue ich nachher eh nochmal auf die Glut, dass die noch ein bisschen Farbe bekommen. Aber jetzt schon mal 5 Minuten, 10 Minuten und dann noch kurz auf die Glut und dann sind wir schon fertig. Und du stell dich wieder gerade hin, du Tomate, du. So, oderle. Dann geben wir den Dingern noch ein klein bisschen Farbe. Das geht ja jetzt ratzifatzi rasend schnell. Und dann sind wir auch schon fertig. Ja, die Tomaten sind auch soweit. Definitiv. Ja, das reicht schon. So, kann man gleich mal mit den Tomaten runternehmen anfangen. Ja, Hilfe. Matschig. Aber so soll es sein. So, jetzt wäre halt noch ein kleines bisschen Sößlerecht dazu. Aber ich glaube, da kriege ich halt keine. Gut, Leute. So sehen sie aus. Ich finde, das sieht ganz in Ordnung aus. Und jetzt gehen wir rein und dann wird, ja, schnabuliert und probiert. Und genau so sieht es jetzt aus und ja, schneiden wir hier mal gleich so ein Filetstück an. Hättest ist nicht trocken, du brauchst keine Soße. Ist nicht trocken, ist nicht nein, trocken? Nein, gar nichts ist trocken, weil der war geil. Fresh. Jetzt muss ich hier bloß irgendwie durch den Käse durchkommen, aber geht nicht. So. Geilomat. Stück Tomate, bisschen Creme Fraiche, bisschen Käse. Schmeckt sehr lecker. Und ich hock mir jetzt hin. Ja, schmeiß erst mal Messer runter, hol mir frisches und dann wird schnabuliert. Tja, Leute, wenn Schatzi schon, bevor ich sie überhaupt gefragt habe, im Vorfeld sagt, es ist sehr lecker, dann muss es sehr lecker sein. So, meine Tomate. So kann auch ich Tomaten essen. Geil. Gewürzt sehr gut. Ihr habt die 110%ige Empfehlung von mir, Grilltomaten zu machen. Also, das finde ich mal eine richtig geile Idee. Und sehr lecker ist es. Total einfach. Schnell gemacht, insgesamt waren wir jetzt knapp 20 Minuten am Grill. Ja, 20 Minuten waren es. Ziemlich genau. Ja, das war's. Eine geile Sache. Lecker essen, schnelles Essen. Leute, nachmachen. Daumen nach oben. Kanal abonnieren. Freundliches Kommentar. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski. Schatzi, gut? Sehr gut. Sehr gut. Ciao.